Lydia war nicht fort, betrat jedoch den neuen Ort. Der Name Solène an anderer Stelle war keinesfalls ein Zufall, siehe namentlicher Tochterwunsch im Geiste der Vergangenheit, das heißt respektive der Zukunft. Doch der gesamte Artikel für eines Freundes Sohn war inhaltlich trotz teils guter Denkanstöße stellenweise an den schreiberischen Haaren herbeigezogen, da Charles das Thema Schule nicht sonderlich ernst nahm. Bestimmte Melodien verfolgten den indes 31-jährigen Charles volle 24 Stunden am Tage. Klänge von seduktiver Sinnlichkeit durchdrangen sein musikalisches Gehör beim Gedanken an Lydia. Doch auch wenn diese teils von penetranter Häufigkeit geprägten Soundeffekte niemals zu ertönen aufhören, so wird es für irgendetwas Innerseelisches schon gut gewesen sein. Vollkommen vergeistigt blickte er gen Himmel. Das Jahr 97